Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder in einer Interviewsituation. Und zwar haben wir Vadim hier. Vadim ist, und das muss ich ablesen, weil für mich als bekennenden Schwimmer ist alles andere, was nicht Schwimmen ist, kein Sport. Er ist Sportwissenschaftler, Personal Trainer. Und ich habe ihn eingeladen, weil er ein, ja, für mich ein interessantes, nennen wir es einfach mal Produkt hat, weil er versucht, Leuten wie mir die Hammelbeine lang zu ziehen, dass wir gesund unterwegs leben und machen und tun, dass ich quasi meinen inneren Schweinehund täglich mit seiner Hilfe nicht nur bekämpfen kann, sondern auch an den Eiern packen kann. Das war jetzt, glaube ich, falsch, aber du weißt, was ich meine. Weil es ist halt wirklich... Was auch immer dir hilft. Aber es ist halt wirklich diese Herausforderung. Und als ich vor 10 Jahren in Toronto war, da habe ich angefangen zu laufen, um festzustellen, nach einem halben Jahr Laufen ist scheiße, Schwimmen ist besser. Mhm. Aber bevor ich wieder von mir anfange, fangen wir doch einfach von dir an. Weil wir hatten ja auch schon mal ein Interview vor. Wie lange ist das überhaupt her? Das muss um die Corona-Zeit gewesen sein. Weißt du, man, das ist ja so ein Orientierungspunkt heute. Es gibt ja so ein Leben davor und ein Leben danach so. Und ich meine, das war so kurz vor, kurz danach, irgendwie so um den Dreh herum. Aber sehr nah an dem 2020 ungefähr. Ja, du warst, glaube ich, auch bei Frankfurt am Stammtisch, ne? Genau, da haben wir uns ja persönlich mal kennengelernt. Und da hatten wir dann den Kontakt beschlossen, weiterzuentwickeln. Das ist richtig und wir sind ja auch in Kontakt geblieben, was auch gut so war. Ja. Aber du hast mich nicht, du konntest mich nicht motivieren, weil ich irgendwie faul bin an dem Punkt. Ich bin Schwimmer, das tut mir leid. Wobei ich mittlerweile mehr so in dem Floating-Business bin. Man sieht das an den Lebensringen, die ich, deshalb das Bild auch so weit nach oben, damit man nicht nach unten guckt. So. Ja. Ja. Naja. Ja, wie gesagt, ich finde es trotzdem spannend, was du machst, weil du ja wirklich Leuten hilfst, fit zu bleiben, die unterwegs sind. Heute Los Angeles, morgen Helsinki, gestern Kopenhagen und dann wieder Wanne-Eickel. Und ja. Da erzähl doch mal so ein bisschen, wie das funktioniert, wie du die Leute dazu motivierst, da am Ball zu bleiben im klassischen Sinne des Wortes. Ja, ja. Ja, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz zu mir ein bisschen was. Wahrscheinlich erinnert sich hier auch nicht jeder an unser erstes Interview 2020. Viele Leute, hole ich noch mal kurz ab. Und wer vielleicht auch neu in der Gruppe ist, ich bin der Vadim. Ich bin Personal Trainer und Sportwissenschaftler. Und vor allem so mein Spezialgebiet ist das Ernährungscoaching, Krafttraining und ja, du sagtest auch vorhin, du bist Schwimmer, das ist alles andere für dich kein Sport, aber ich bin da tatsächlich ziemlich flexibel. Mir ist es wichtig, dass Leute in Bewegung kommen und der beste Sport oder generell die beste Trainingsmethode für einen Menschen ist immer die, die er am langfristigsten etablieren kann in seinem Leben. Und deswegen ist das sehe ich das auch nicht so kritisch. Also ich kann mit dir da trotzdem weitersprechen, auch wenn du lieber das Schwimmen bevorzugst. Floating. Floating, ja, stellt mich jetzt für mich keine Barriere dar. Genau, also schon mal vorweg, jeder, der jetzt gerade vielleicht schon mal irgendwie weggeschaltet hat, der weil er auch gerne schwimmt oder vielleicht irgendwas sehr Exotisches macht, wo er weiß, ja, das ist ja sowieso nichts dann. Es geht vielmehr um einen ganz, ganz wichtigen Punkt, warum ist es überhaupt sinnvoll für mich gewesen, sich zu spezialisieren auf Menschen, die viel unterwegs sind, weil eben die Fitnessziele und körperliche Ziele, diese ganzen Themen haben sehr viel damit zu tun, inwiefern schafft man es, eine Routine zu etablieren. Ja, also, und wenn bei dir jede Woche ist nicht wie die andere, ne, wenn du sagst, irgendwie heute Helsinki, morgen Singapur, dann stehen wir ja da schon definitiv vor einer besonderen Herausforderung. Und wie schafft man das Ganze ohne Routine? Und da ist es halt wichtig, in einer Situation, wo man weniger Kontrolle darüber hat, ja, trotzdem die Kontrolle zu finden, trotzdem die Kontrolle nicht ganz abzugeben. Ja. Und wenn du zum Beispiel, du bist ein gutes Beispiel, wenn du sagst, du hast das Schwimmen für dich etabliert, ja, und das ist etwas, was du irgendwie überall mitnehmen kannst. Viele Hotels haben die Möglichkeit oder das Angebot, sowas zu nutzen, dort schwimmen zu gehen und so weiter, dann hast du ja schon mal was Gutes für dich gefunden. Ja. Vielleicht
ist das auch jetzt für alle, die zuhören, auch ein spannendes Thema. Ja? Also können wir auch gerne drüber sprechen oder dann später hier in den Kommentaren schreiben. Da kannst du ja auch gerne auch deine Meinung dazu abgeben. Ne? Da bist du ja auch einfach, hast du ja einfach jetzt die Erfahrung gemacht. Schwimmen ist eher schwierig, weil Schwimmen hat halt den Nachteil, oder auf der einen Seite hat Schwimmen den Vorteil, du brauchst nur deine Badehose. Und für mich bei meiner Länge, ich habe meinen eigenen Bademantel, ich habe einen Reisebademantel, weil Hotels haben Bademäntel, die sehen bei mir aus, als ob die gerade unter dem, darf ich das sagen, unterm Sack aufhören. Und das sieht dann einfach scheiße aus. Und auch die Pushletten, die man einmal benutzt, die sind halt doof, wenn du durch Wasser läufst, die sind nass, das ist ekelhaft. Also deshalb habe ich halt eine Badehose, Latschen und einen Bademantel. Das ist eher kleines Gerät. Ja, das, was das Problem für mich ist, ist vor Ort eine Schwimmhalle zu finden, die meinen Ansprüchen genügt, weil ich bin Wettkampfschwimmer gewesen. Ja, heißt also für mich ist das jetzt nicht so, dass der Pool 12 Meter lang ist, 25 Meter lang oder 50 Meter lang. Das ist für mich keine. Für mich ist ein Pool 50 Meter lang, weil wenn ich reinspringe und der ist kürzer, dann macht das für mich keinen Sinn. Ja, so. Und deshalb hatte ich halt versucht, das Laufen bei mir zu etablieren. Aber Laufen ist bei meinen 2,1 Meter wirklich eine harte Geschichte. Und ich habe aber gemerkt, dass ich beim Laufen wesentlich mehr Gewichtsabnahme habe als beim Schwimmen. Weil Schwimmen ist auch anstrengend. Aber beim Laufen, weil das halt eher Muskelgruppen beansprucht hat, die ich nicht benutzt habe beim Schwimmen. Und das war natürlich dann die Arbeit und natürlich, wie du auch richtig sagst, die Ernährung. Ich hatte vor 10 Jahren, 2014 oder wann das war, ja, ist ja 10 Jahre her, hatte ich auch angefangen, bewusster zu essen, was ich dann wieder eingestellt habe, weil Fleisch ist dann doch mein Gemüse. Und ich esse auch gerne Würstchen, auch wenn das schlecht ist, ich weiß. Aber deshalb, also ich bin irgendwie auf der Suche nach etwas, was man halt mitnehmen kann. Meine bessere Hälfte, sie nimmt zum Beispiel immer so ein Springseil mit und findet das ganz toll, da rumzuhüpfen. Dem kann ich gar nichts abgewinnen. Also ich sag mal, so ein Springseil. Und das ist halt mein Problem, wenn man halt wie ich monosportlich unterwegs ist. Aber da bist du, glaube ich, auch dann der richtige Ansprechpartner, um den Leuten dann auch wirklich diese Routinen beizubringen. Aber, und das ist halt die Frage, die sich mir anschließt, was gibt es als Sport und vor allem, was muss ich alles mitschleppen? Weil ich sehe hinter dir so eine komische, wie hießen die Dinger nochmal? Kletterwand, Sprossenwand, Sprossenwand, genau. Ich muss selber gerade Sprossenwand. noch mal überlegen. Ja, das letzte Mal habe ich die bei mir in der Schule gesehen, muss ich dir ehrlicherweise gestehen. Und mit 50 Jahren ist man eher länger aus der Schule weg, als man da war. Das ist bei mir auch nur noch zum Wäsche aufhängen da. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was gibt es denn da, wo man halt wirklich nicht so einen halben Gym mitnehmen muss? Beziehungsweise das andere ist, was ich mir immer auch schwierig vorstelle, aber dann muss ich auch wieder aufhören zu reden, weil dann musst du ja reden, weil sonst wäre es ja wieder ein Monolog von mir. Was mir auffällt, wenn ich in diese ganzen Hotels komme, da gibt es dann Techno-Gym oder andere Firmen und jedes Mal andere Geräte, die anders funktionieren, die anders sind oder auch teilweise verrottet, verkommen sind. Ich finde das teilweise ekelhaft, das dann anzufassen. Also was ist deine Lösung? Und jetzt höre ich auch auf, jetzt bist du dran. Entschuldigung. Sehr gut. Naja, das sind doch alles spannende, interessante Erfahrungsberichte auch von dir. Also ich würde sagen, so die Philosophie, die ich verfolge, gerade weil man viel unterwegs ist und gerade weil man sich besonderen Herausforderungen stellen muss, ist, ich nenne das Fit und Free. Ja? Und zwar ein sehr minimalistischer Zugang zu diesem Ganzen. Ja? Wir müssen noch mal ganz kurz vielleicht auf die Herausforderungen zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben in dem Fall, wenn man viel auf Reisen ist, wenn man viel unterwegs ist, sehr oft einen unregelmäßigen Tagesablauf. Ja? Dann die begrenzte, für mich ist das bloß eine von vielen Herausforderungen und gehört einfach dazu, ist, dass wir begrenzte Ausrüstung haben, begrenzte Sportangebote vor Ort. Man kann da nicht immer alles so haben, wie man es gerne haben will. Und wenn man das hat, wie du schon gerade gesagt hast, wenn dann mal das Angebot an sich von der Kategorie passt, du hast da deine Schwimmhalle oder du hast da dein Studio, dann ist es vielleicht, entspricht das vielleicht nicht den Hygienestandards, entspricht das irgendwie nicht der Größennorm oder. Ne? All das sind Dinge, so, die muss man so im kompletten, im Großen und Ganzen betrachten. Ja? Dann ist natürlich
irgendwo auch so die Unterstützung, die Motivation nicht so wirklich da, weil man ist ja auch dann oft auch teilweise auf Reisen auch alleine oder mit Kollegen, die da eher nicht wirklich die große Motivation sind, um so seine Fitness, Gesundheit, seine Ernährungsthemen aufrechtzuerhalten. Dann haben wir definitiv noch eine Herausforderung, und zwar sind das all die kulinarischen Leckerbissen vor Ort, all das Lokale. Ja, man will ja auch schon was davon haben, wenn man schon viel unterwegs ist. Ja, manch einer wünscht sich das und hat sich dieses Leben ausgesucht. Es gibt ja auch viele Menschen, die sind über einen gewissen Lebensabschnitt, teilweise können sie sich das nicht anders aussuchen und müssen halt auf die Art und Weise sich beruflich fortbewegen. Ja, und vielleicht auch privat gibt es ja auch. Ne? Ja, und davon ist eine Herausforderung, wie du schon sagst, eine Herausforderung ist davon, sich ein Sportangebot zu finden oder ein Sportprogramm oder eine Sportart, meinetwegen, wie auch immer, zu finden, die zu einem passt. Ja, und dabei helfe ich einfach, wenn wir uns hinsetzen, miteinander sprechen. Ich will dann immer wissen, überhaupt, was sind die Beweggründe, wie ist man unterwegs, wo ist man unterwegs, was hat man denn vorher gemacht, was bringt man denn zum Beispiel dann sportliche Erfahrung mit oder vielleicht einfach nur, in welchen Aktivitäten hat man sich gerne gut gefühlt. Und dann kann man sich hinsetzen und dann überlegen wir gemeinsam an den Orten, wo du vielleicht öfter bist oder was kann man da machen oder was kann man an neuen Orten entdecken. Ja, und da ist es halt wichtig, dass man für sich so einen minimalistischen Zugang findet, dass man weiß, wie schafft man es mit ganz, ganz wenig zurechtzukommen und sich sehr unabhängig davon zu machen, wo man ist, wie es da ist, wo man ist, andere Bedingungen auch, ne? Manche sind so viel unterwegs, da ändert sich das Klima irgendwie ständig, ne? Das macht ja auch was mit einem, ne? Sind da vielleicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel gut und relevant, die einem helfen, auch das Immunsystem zu unterstützen, dass einem das Klima nicht so reinschlägt, dass man einem Jetlag und auch Zeitumstellung und so weiter, ne? Das sind alles Herausforderungen und wie gesagt, das, was du gerade gesagt hast, dieses eine Thema, etwas zu finden, was einem selber Spaß macht, was man immer mitnehmen kann, was man von überall irgendwie ausführen kann, ohne angewiesen zu sein auf die Motivation anderer und so weiter. Ja, ist eins von vielen Dingen, an die ich herangehe. Meistens in den persönlichen Gesprächen oder zum Beispiel bei uns in der Community. Ich baue jetzt gerade eine kleine Community auf in einer Telegram-Gruppe. Werde ich später nochmal sagen, da sind alle herzlich eingeladen. Da tun wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist immer sehr interessant, einfach zu sehen, wie jetzt da jemand, keine Ahnung, aus Singapur postet irgendwo und sagt, ich habe hier nichts gehabt. Es war wirklich, wirklich alle Götter waren gegen mich, aber ich habe es gefunden und durchgezogen. Das motiviert natürlich dann jemand anderen, der dann gerade in Rio de Janeiro ist und sagt, hier ist eine Bullenhitze und so weiter. Andere Herausforderungen, aber im Kern geht es um die gleiche Sache. Im Kern geht es darum, dass auch anderen Menschen, die so schon schwerfällt, ohne so einen Lifestyle, ja, doch noch irgendwie hinzukriegen. Und das ist natürlich auch dann stark und das ist auch inspirierend. Und dazu gehört auf jeden Fall auch so die Community und dieser Spirit, der macht dann auch schon ganz viel aus. Wenn ihr an dieser Community teilnehmen wollt, den Link findet ihr unten wie immer in den Shownotes. Da gibt es natürlich dann den direkten Link und ihr könnt euch da dann, wie Vadim sagt, direkt anmelden. Ja, ich sag mal, wobei ich persönlich, Schwimmen hat halt für mich den Vorteil gegenüber den Nachteilen. Also in den USA hat fast jede Bude eine Schwimmhalle, also einen Swimmingpool. Nicht unbedingt von der Shape her geil oder sonst was, aber man kann, wenn man will. In Asien kann man auch, wenn man will. Aber und gerade beim Schwimmen habe ich das Gefühl, dass die Zeitzonen oder auch die Temperatur, die am wenigsten anhat, weil du bist halt in dem Swimmingpool bist du halt gekühlt, quasi vom Wasser. Das ist für mich dann auch der Vorteil, weil ich finde nichts ekliger, als dann verschwitzt, nochmal verschwitzt bis zum Zimmer zu latschen. Wobei ich auch ehrlicherweise sage, ich dusche nicht in diesen komischen Duschen, die da sind, sondern ich nehme meine Mantel, gehe hoch aufs Zimmer und dusche in meinem Zimmer. Aber das ist ein anderes. Hauptsache du benutzt nicht die Duschen, die da an der Dings sind, da an den Ja, Toiletten genau. sind. Ja, das ist so ekel. Also, Solange ja, als Munddusche meinst du? Das mache ich als Munddusche. Ja, okay, das geht dann. Lach nicht, das ist in Finnland auch üblich, dass man diese komischen Dinger hat. Man muss es Ja. mögen. Man muss es mögen. Also, Auch ja, Special Challenges, ich habe es gerade gesagt. Unterwegs. ja, ich Ja. bringe meine Yogamatte nächstens mit, um Wasserspiel zu machen. Aber bevor ich hier wirklich mit Kopfkino abdrehe, Ja.
Das Gute ist ja über die Community, dass man da halt wirklich dann auch Inputs kriegt in Form von Motivation, weil der innere Schweinehund ist halt wirklich auch das, was mir dann wirklich Probleme bereitet, mich dann zu motivieren, schwimmen zu gehen. Besonders wenn ich jetzt zum Beispiel nach Los Angeles fliege. In Los Angeles werde ich wach, da ist morgens 3, 4 Uhr. Und dann versuche ich dann 2 Stunden durchzuhalten, bis das Frühstück aufmacht. Und da sind wir auch beim nächsten Thema. Viele Frühstücke in Amerika haben eher den Charakter, wo du denkst, das ist jetzt nicht irgendwie sehr, wie soll man es sagen? Ausgewogen. Ausgewogen, ich wollte auch sagen appetitlich, weil einige Sachen sehen schon Ja. relativ merkwürdig aus. Ja. Und einige Sachen sind auch relativ lecker. Aber es ist halt für mich auch immer ein Drahtseilakt, dann an der Obstbar vorbeizugehen, weil ich bin kein Obstesser, ne? Also ich esse nicht so viel Obst. Ich esse Obst, aber ich bin eher so der Gemüsetyp. Nicht nur in Form von Fleisch, um das klarzustellen. Aber das, also ganz ehrlich, also wenn es nach mir ginge, es bräuchte gar kein Frühstück geben. Brunch. Der Tag könnte mit Brunch beginnen. Ja. So. Ja, das ist Was zum macht Beispiel man auch ein da? spannendes Thema. Tatsächlich sehr spannendes Thema, und das ist das, was ganz viele Menschen sehr wundert, sobald wir anfangen, so die ersten Schritte vorwärts zu machen in Richtung, sagen wir mal, einen gesünderen Lifestyle mit mehr Bewegung und so weiter, trotz dieser ganzen, wie ich sie genannt habe, Special Challenges. Es ist so, Ernährung ist ja grundsätzlich schon recht komplex an sich, ne? Ernährung ist schon für sehr viele Menschen komplex genug, wenn sie immer nur in den gleichen Supermarkt gehen und eigentlich dort auch schon ganz klar eigentlich sich eine Einkaufsliste schreiben müssten. Hier sind deine, weiß nicht, 17 gesunden Lebensmittel, geh damit in den Supermarkt, da machst du nichts falsch. Ja, das ist schon schwierig genug. Jetzt in so einer Situation, wie gesagt, verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, wie man da an seine Nährstoffe kommt und wie man seinen Körper damit versorgt. Wie gesagt, deswegen habe ich auch gesagt, Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin niemand, der da groß propagiert und sagt, ohne Nahrungsergänzungsmittel kann man nicht irgendwie ausgewogen leben. Das geht sogar tatsächlich in den meisten Fällen immer sehr gut. Wir haben hier aber wieder mal eine besondere Herausforderung. Ja, umso wichtiger ist es einfach, wenn man dann sich in dieser Situation befindet. Ich habe ja vorhin gesagt, in einer Situation, wo wenig Kontrolle möglich ist, trotzdem die Kontrolle behalten und seinen eigenen Wirkungskreis finden. Da die Prinzipien zu verstehen, und anzuerkennen, wann ist eine Ernährung ausgewogen, auf Dauer auch natürlich, ne? Also nicht einmal ein gutes Essen machen, das kriegt man hin, ja, dann kann man sich, ist jetzt nicht die Herausforderung, ja, aber insgesamt so Prinzipien verstehen, und da gehe ich halt viel auch bei mir im Coaching drauf ein. Ja, also für Menschen, die mit mir zum Beispiel intensiver arbeiten, die mich dann wirklich quasi mit auf Reise nehmen, wo wir viel in Kontakt sind über WhatsApp, wo wir uns Bilder schicken, also wo ich dann Bilder geschickt bekomme. So sieht morgen irgendwie, keine Ahnung, der Speiseplan aus, oder ich bin gerade am Buffet, so und so, das und das gibt es hier zur Auswahl, oder das und das ist das Sportangebot und so weiter. Das wäre dann in einem engmaschigeren Coaching, so arbeite ich auch mit Menschen. Ja, da geht es viel darum, die Prinzipien zu verstehen, so dass man sich eigentlich so gut wie an jedem Frühstücksbuffet, in jedem Restaurant, und auch sei es mit den Kollegen zusammen, wenn man dann abends irgendwie nochmal sitzt, ja, dass man sich so ernährt, dass da immer noch dann am Ende auch Platz da ist, auch mal für ein Glas Wein dann in der Lobby oder für andere kulinarische Spezialitäten und Freuden, die man sich auf Reisen bereiten kann. Ja, weil wenn wir schon so viel unterwegs sind, wir wollen da irgendwie auch da die Vorteile davon erleben. Und ja, ich bin jetzt auch keiner, der jetzt hier in so eine strikte Routine steckt und hier einen strikten Ernährungsplan gibt und sagt, hier, du hast ab jetzt auf jeden Fall jetzt noch einen extra Koffer dabei. Ja, da hast du deine 30 Packungen Reiswaffeln oder so mit, was auch immer da man leicht transportieren kann. Also da mache ich mir nicht mal Gedanken, weil, wie gesagt, es geht darum, wenn man die Prinzipien einmal versteht und lernt und beherrscht. Und ich bin auch selber gerne viel auf Reisen, ich bin auch viel unterwegs. Auch mein Lebensmotto ist auch fit and free. Deswegen trage ich das nach außen in die Welt. Wenn man die Prinzipien einmal versteht, kommt man eigentlich überall zurecht. Ja, wer es natürlich perfekt braucht, den muss ich enttäuschen. Ja, Perfektionismus ist nicht das Ziel von meinem Programm oder von meinem Coaching. Ja, aber man kann eigentlich, egal wo man auf der Welt ist, ist gut genug machen. Ja, und dann auch teilweise dann
nicht teilweise, sondern sehr oft, in der Regel viel, viel besser es hinkriegen als Menschen in viel einfacheren Situationen, die lokal einfach immer an Ort und Stelle gehen können. Selber Supermarkt, selbes Fitnessstudio, immer der gleiche Trainer, Verein, was auch immer. Ja, ich kriege das mit den Leuten sogar besser hin. Was mir gerade einfällt, ist das Problem Flugzeug, wo du sagst Supermarkt. Ich meine, okay, das passiert mir auch öfters in Amerika, wenn ich im Hotel bin, vor allem wenn ich länger im Hotel bin, dann habe ich am dritten oder vierten Tag keinen Bock mehr auf das Frühstück, weil das ist dann irgendwie alles natürlich Repetition. Aber im Flugzeug kann man ja nicht weglaufen. Und ich habe eine Zeit das Erlebnis gehabt, wenn ich zum Beispiel gewisse Flugstrecken geflogen bin, immer mit derselben Fluggesellschaft, da hast du 2, 3 Monate lang dasselbe Essen. Ja, so, das heißt also, abgesehen davon, dass das eh schon nicht optimal ist, das Essen, was an Bord ist, weil es im Prinzip versalzen ist, wenn man ehrlich ist. Das ist ja schon, Salz ist ja ernährungswissenschaftlich, glaube ich, schon Todsünde, wenn man auf Professor Lauterbach, Gesundheitsminister, hört, der ist ja salzlos unterwegs. Tatsächlich ist da die Wissenschaft noch gespalten. Also es ist so, man ist da der Grundlagenforschung dran. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, ab wann für eine bestimmte Person eine Menge an Salz irgendwie gefährlich wird. Ja, also der Herr Lauterbach ist tatsächlich, was das angeht, eher so relativ umstritten. Ich meine, er schadet sich damit jetzt nicht. Ne? Wenn er jetzt komplett auf Salz verzichtet, schadet er sich nicht. Ja. Es kommt trotzdem immer noch genügend Salz rein. Also ich meine, wenn er so schlau, ich denke, wenn der Herr Karl Lauterbach als Medizin mit einem medizinischen Background wird so schlau sein, dass wenn er irgendwie körperlich sehr, sehr stark aktiv wird und sehr viel Wasser verliert, sehr viel Schweiß verliert, wird er sich wahrscheinlich irgendein Elektrolytgetränk oder so geben. Bin ich mir ganz sicher. Das ist ja auch nichts anderes als Salz. Also diese ganzen überteuerten Sportgetränke, Elektrolytgetränke und so weiter, die haben einfach nur Salz. Das kriegt man auch günstiger, wenn man das will. Ja, aber ein paar davon schmecken auch ganz gut. Also ich bin auch kein Gegner davon. Genau. Also wenn er einfach nur Salz im Essen weglegt, der macht sich einfach nur das Leben ultra schwer. Wissenschaftlich belegen, dass er damit jetzt irgendwie ein paar Jahre dazu gewinnt am Ende seines Lebens, ist schwierig. Ja, vor allem wenn du morgen vom Auto überfahren wirst, ist das halt scheiße. Also Ja. unter Ja, also ich Menschen sage jetzt ist. auch nicht, soll man sich, ja, also ich wollte nur dazu sagen, was wichtig ist, ne? Ich will jetzt niemanden ermutigen, irgendwie, keine Ahnung, eimerweise Salz in sich reinstopfen. Das kann auch natürlich nicht der Weg sein. Ja, das ist kein allzu großes Thema, wie man meint, das Salz-Thema. Aber die Dosis macht das Gift, so habe ich es mal Absolut. gelernt. Absolut, ja. Deshalb, also ja, ich habe heute auch Karl Lauterbach in der heute, ich habe schon die Sendung aufgenommen für heute, also für heute am Montag, dem 15. Und da kam auch Cannabis vor. Das ist ja auch etwas, vielleicht substituiert er Salz mit Cannabis, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Er scheint gut zurechtzukommen mit allem. Also ich meine jetzt unabhängig nicht, ich meine, das ist nicht auf seine Politik bezogen, das ist eine Geschichte. Ich meine so, er kommt ja irgendwie durchs Leben so, er taucht auf an seinen Terminen, ist er körperlich, physisch anwesend. Vielleicht hat er seinen Ansprüchen damit Genüge getan. Muss jeder für sich dann wissen. Ich habe gerade im Kopf, was Mario dazu sagen würde. Auf jeden Fall, worauf es mir ankam, war, dass das Flugzeugessen ja nicht unbedingt so gesund ist und man da Ja, auch okay. keine Alternativen hat. Hast du da eventuell irgendeinen Lifehack, wo du sagst, klau das Obst aus der Lounge? Oder wie machst du das? Ja, genau. Wir kommen nicht drum herum, gewisse Dinge, Situationen vorzuplanen. Ja, was sich am Anfang vielleicht etwas erstmal irgendwie anstrengend anhört, oder muss ich dann irgendwie schon sitzen und irgendwie mir dann vorstellen, was ist dann, keine Ahnung, dann wenn ich im Flugzeug sitze, muss ich jetzt irgendwo noch einkaufen gehen oder was mitnehmen und so weiter. Das wird sich ja, das entwickelt sich ja auch zu einer Gewohnheit. Es gibt ja auch sowas wie Reisegewohnheiten. Ja, es wird keiner abstreiten, wird jeder schon an sich gemerkt haben, dass man sich ja beim Reisen öfter immer ähnlich verhält. Und wenn man für sich entdeckt hat, dass das Flugzeugessen wirklich für einen selber
absolut nicht passt, nicht schmeckt und ungenießbar ist, ja, dann muss man dann halt schon tatsächlich, dann geht es nicht anders, dann muss man dann etwas in die Vorbereitung investieren. Und da komme ich wieder zum Beispiel zu den Prinzipien. Wenn man eine ausgewogene Mahlzeit mitnehmen will, ja, also es muss keine Mahlzeit sein, sondern man kann sich einfach einen Snack mitnehmen in den Flugzeug. Kommt jetzt natürlich wieder darauf an, wie lange man fliegt, ja, dann nimmt man sich halt zwei Snacks mit. Wichtig ist, dass man für eine ausgewogene Mahlzeit sich eine vernünftige Proteinquelle findet, sucht, ja, die man sich vor Ort irgendwie besorgen kann. Wichtig ist, dass man sich was Frisches mitnimmt, wie du schon gerade gesagt hast, das Obst vom Frühstück sich mit einpackt, wenn es einem schmeckt. Das kann man mitnehmen als Snack. Und ansonsten irgendwas, was halt einem Energie spendet. Ja, ich habe gerade so schon mal so als Beispiel gesagt, was halt super leicht zu transportieren ist, was überhaupt keine Umstände macht, sind, wem das schmeckt, Reiswaffeln. So, die geben einem Energie, die haben gute Kohlenhydrate, das ist jetzt kein schlechtes Produkt. Ist auch gar nicht hochverarbeitet, was viele gar nicht wissen. Das ist eigentlich ein vernünftiges Produkt, Reiswaffeln. Ja, ob es jetzt einem schmeckt, ist eine andere Sache, aber es gibt da viele Möglichkeiten, wie man für sich etwas findet, was man mitnehmen kann. Also nimmt man sich einfach einen Snack mit oder zwei. Ja. Das wäre eine Option. Eine andere Option ist, ich weiß ja nicht immer bei jedem, wie viel er fliegt. Ne? Ich weiß nicht, was sagst du denn, was ist denn so der maximale, die maximale Frequenz oder was ist denn bei dir in der Community so, was sind denn die Menschen mit einer sehr hohen Frequenz, Flugfrequenz im Monat? Jetzt ist der Ton gerade weg, sorry. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich Ah, wieder, ja. ich habe bei mir Le komisch. Ich hab bei mir Leute in der Community, die fliegen in der Woche innerdeutsch 3, 4 Mal mindestens. Und davon rede ich immer hin und zurück. Also fast jeden Tag. Und ich habe auch Leute, die fliegen dann jede zweite Woche mindestens einmal interkont, also Asien oder nach Amerika. Und ich weiß, jetzt kommt wieder der Neid auf. Die schaffen das Hornpensum in einem Jahr und weniger. Also das ist schon eine krasse Nummer. Und da möchte man ehrlicherweise nicht mit tauschen. Aus beruflicher Sicht, einer ist ja so, ja, was, ich weiß gar nicht, wie man das was nennt. Also das ist jemand, der ist im Prinzip so ein Datenfixer. Also der fliegt bei Firmen hin, um da Datensicherungen noch zu machen, weil denen irgendwas abgeraucht ist. Zum Beispiel, und die bezahlen, er fliegt auch ab und zu mal mit Privatjet. Er schwärmt immer von Privatjet, weil da können wir Der will das seine Essen nämlich Ernährung, bestellen. genau. Der will es kein, der will da im Private Jet hat er, das ist ein Thema, das kriegt er hin mit der Ernährung im Private Jet. Pass auf, nur mal so ein Beispiel, weil ich will einfach nur, dass man so ein bisschen, wichtig ist auch, sich, glaube ich, an vielen Stellen den Druck rauszunehmen. Was ich immer wieder feststelle, ist, Leute machen sich Druck und fokussieren sich einfach auf die Dinge, die entweder gar keinen Effekt haben oder gar nicht den ja gar nicht dieses gar nicht so schlimm sind, wie sie denken, und vernachlässigen ja dadurch, ne, natürlich, weil wir haben gewisse Energiekapazitäten, vor allem auf Reisen unterwegs in so einem Lifestyle. Dadurch vernachlässigt man ja auch wie in anderen Lebensbereichen oft einfach die Dinge, die dann doch wichtig sind. Deswegen will ich einfach mal so eine einfache, klare, ganz einfache, easy Rechnung zeigen, die da einem super viel Druck rausnimmt. Sag mir einfach mal eine Zahl im Monat, so einer, wo die Leute sind ungefähr dabei, denn bei dir in der Community, die so ein recht eine hohe Flugfrequenz haben. Einfach nur eine Zahl im Monat. Sag einfach 8 Flüge im Monat. Pass auf, guck, wir haben hier 8 Flüge, ja? Und gehen wir mal davon aus, das Essen im Flugzeug ist nicht giftig, nicht schädlich, ist einfach nur ungenießbar, ja? Und muss nicht immer sein, okay? Es muss Wenig einfach nicht lecker. immer sein. Wenig lecker, ja. Also gehen wir mal davon aus, es tut jetzt dir, reißt dir jetzt nicht irgendwie die Füße weg. Ja, du hast gesagt, es sind 8 Flüge im Monat, ne? Gehen wir wieder von einem ganz durchschnittlichen Menschen aus, so, die meisten von uns essen dreimal am Tag, snacken noch ein bisschen was, aber wir gehen einfach nur von den Hauptmahlzeiten aus, ne? Dann haben wir ungefähr 84 Mahlzeiten im Monat, ne? Wenn wir 8 Flüge durch 84 Mahlzeiten rechnen, dann reden wir hier von 10% der Mahlzeiten im Monat, die im Flugzeug dann geschehen, bei den wirklich sehr hochfrequentierten Reisenden hier in der Community.
Ne? Wir sind hier bei 10% von den ganzen Mahlzeiten im Monat, die dann im Flugzeug stattfinden. Jetzt ist die Frage, macht es sich Sinn, da so einen Riesenkopf zu machen? Oder sollte man nicht sagen, im Flugzeug ist halt einfach ein Ort, eine Situation, wo ich so gut wie gar keine Kontrolle habe, außer ich habe mich vielleicht, und an zwei, drei Flügen hast du dich vielleicht nochmal vorbereitet, weil es wirklich was Gutes gab zu mitnehmen, whatever, oder du hast da was Gutes gefunden in der Lobby, da sind es nicht mal 8, da sind es nochmal weniger Prozent. Müssen wir uns halt den Kopf machen oder nehmen wir es einfach hin und gucken, wo wir es an anderer Stelle dann besser machen können. Gut, gut. Also das heißt, man kann, das heißt ja im Umkehrschluss, dass man auch einfach mal ab und zu mal doch zu McDonald's sündigen kann, ne? Ja, absolut. Was ist denn da verkehrt dran? Also dieses Mindset, was Ernährung angeht, hängt ziemlich schief in der Gesellschaft, ziemlich schief in der Gesellschaft. Also wenn man das wissenschaftlich betrachtet, aber auch psychologisch betrachtet, ich sag mal so ein Beispiel, ne? Wenn du jetzt einen Basketballspieler hast, der 60, 70% seiner Körbe trifft, wenn er den Ball hat, ne? Dann reden wir hier von einem Weltelite-Star, ja? Oder einem Torwart, der irgendwie 70% der Bälle hält. Oder. Kann ich hier jetzt 1000 Beispiele nennen. Ja? Aber sobald es um die Ernährung geht, denkt jeder, da geht entweder 120% oder man lässt es gleich sein. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Ja, Also das. wenn 70, 80% der Mahlzeiten ausgewogen sind, und dann sind diese Mahlzeiten mit ausgewogen, meine ich nicht mal, dass diese Mahlzeit 100% sein müssen, sondern diese Mahlzeit wirklich einen gewissen Kriterien einfach entsprechen und diese Kriterien bringe ich bei. Und wenn wir dann auf 70, 80% der Mahlzeiten, die man sonst so in der Woche, im Monat zu sich nimmt, ja, wenn wir die gut hinbekommen, ja, dann hast du es geschafft, dann bist du auf einem Level von Leuten, die Profifußball spielen. Nicht in Boah, ihrer da. Haupt-, also nicht in der Wettkampfvorbereitung, okay, bitte jetzt auch nicht hier, da gibt's, also nicht in der Wettkampfvorbereitung, aber so über das ganze Jahr. Okay. Gut, dann nimmt das den Druck raus und ich glaube, dass das natürlich auch die Leute anspricht, die sagen, okay, ich kann auch als Sünder zu dir kommen und ich kann auch weiter etwas sündigen. Und die Frage, die sich Ja. alle jetzt nach der halben Stunde stellen, ist natürlich, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man mehr über diese ganze Philosophie, die du vertrittst, die ja auch erfolgreich ist? Ich habe ja auch mit Leuten gesprochen, die bei dir, soll ich sagen, Opfer waren? Nein, das ist gemein. In Haft. Bootcamp. Genau. Wie war Ja. das? Schläge auf den Kopf. Sind zur Züchtigung, aber auf den Hinterkopf zur Ermutigung. Und nein, also die Leute sind Also doch. jedem was hilft, ne? Ja. Jeder muss. Aber also wie gesagt, die Leute empfehlen dich und wäre ich nicht so faul und wäre ich nicht so ein Schwimmer. Aber wie können die Leute dich kontaktieren und mehr erfahren über deine Dienstleistung, über das, was deine Philosophie ist und wie sie konkret von dir profitieren können mit ihrem Leben, dass sie halt wirklich dann auch vielleicht, nachdem sie viele Sachen vielleicht auch schon ausprobiert haben und verzweifelt sind und sagen, hey, ich habe es schon versucht, aber ich hab die Kurve nicht gekriegt, so wie ich beim Laufen Ja. versagt habe, dass sie halt da weiter motiviert bleiben und wirklich am Ball bleiben. Ja, das ist bei meiner Arbeit, bei meinem Service, wenn man das so nennen will, geht es ja vieles darum, dass es auf menschlicher Ebene passt. Weil, wie du schon sagst, ne, wenn wir zusammen arbeiten oder zusammen was machen, ob das jetzt ein Programm ist oder ob das ein intensiveres Coaching ist, oder einfach nur ein Kurs von mir ist, was auch immer das ist. Das geht sehr, sehr viel darum, dass man bereit ist, irgendwie auch auf menschlicher Ebene zusammenzuarbeiten. Und zwar, man teilt sich, was man isst, man teilt sich, wo man schläft und so weiter, ne? Das müssen viele für sich wissen, ob das was für sie ist, ja, ob man da jemanden so nah an sich ranlassen will. Und deswegen ist da das Beste, einfach sich erstmal kennenzulernen. Ich werde einfach hier in dem, beziehungsweise du kannst meine WhatsApp-Nummer einfach hier anhängen, so irgendwo, wo es für die Community sichtbar ist, und dass sie wissen, um was es da geht. Und dann einfach schreiben. Ich werde dann einfach jetzt heute nach dem Gespräch heute erreichbar sein, bis spätestens 22 Uhr deutsche Berliner Zeit.
kann man mich gerne anschreiben, über WhatsApp kontaktieren, mir noch ein paar Fragen stellen. Und wenn das passt, können wir gerne ein Telefonat vereinbaren und uns etwas näher kennenlernen und einfach schauen, ob es dann lohnt sich das, ob es sich lohnt, auch weiterzuentwickeln, die ganze Geschichte für jemanden. Aber es ist ja nicht nur heute, wo du erreichbar bist. Du bist ja eigentlich immer unter der Nummer erreichbar. Man muss halt nur wissen, dass du teilweise natürlich auch mit Kunden gerade irgendeine Session abhältst. Das heißt also, dass die Response Time vielleicht 2, 3 Stunden dauern kann. Oder? Ja, genau. Ja, genau. Und es gibt ja auch, wie gesagt, an Tagen, wo ich auch unterwegs bin und so weiter. Deswegen habe ich mir heute definitiv nach unserem, hier nach dem Stream, alles freigemacht, so dass ich relativ oft heute reinschauen kann in WhatsApp, damit ich auch ein bisschen früher antworten kann. Und ansonsten bin ich natürlich auch erreichbar, keine Frage. Und ihr könnt auch hier unten Kommentare reinschreiben. Ich werde halt alles in die Shownotes reinschreiben, damit, wenn ihr das in der Aufzeichnung guckt, nachher, dass ihr das dann auch seht. Also insofern da dann Spaß an der Freude habt. Und was ganz wichtig ist an dieser Stelle, wie immer, das solltet ihr auch natürlich wissen, ist inneren Schweinehund besiegen. Ja, es lohnt sich. An den Eiern packen, wie du gesagt Ich wollte es nicht wiederholen, weil ich mich schon wieder dafür geschämt habe, dass ich wieder. Ich warte auch schon auf den Anruf meiner Mutter, die wieder sagt: Mensch, Jung, was habe Mensch, ich bei der Mensch, Erziehung falsch gemacht? Mensch. Also meine Mutter stellt sich genau die gleichen Fragen, die ich mir stelle, wenn ich die Erziehung meiner Mutter angucke, wie ich habe sie halt auch teilweise verzogen und so gut behandelt. Na. Deshalb, nee, cool. Ja, dann Ja. danke ich dir und alles in den Shownotes und dann natürlich, das Thema ist halt ein Evergreen. Ich denke mal, dass wir da regelmäßig reinschauen, beziehungsweise aber am besten ist es, wenn ihr wirklich Vadim über WhatsApp unter seiner Nummer kontaktiert, alles in den Shownotes. Ich danke dir wieder für deine Zeit und für dein Engagement am Thema gegen die Fettleibigkeit und ich nehme mich da nicht aus. Ich muss mir wieder Gedanken machen. Und ja, das ist vielleicht die Abschlussfrage. Weil wir haben ja gerade April, den 15. Schaffe ich es noch, eine Bikini-Figur zu bekommen zum deutschen Sommer? Zu diesem oder zum nächsten Die Antwort habe ich mir, ja, gut, dann gehen wir von einem dann? Fall aus, der nicht so schwierig ist wie meiner. Nein. Das, also die Frage ist immer, ne, was soll dich das kosten? Das. Und ich meine damit jetzt nicht den finanziellen Invest, was soll dich das kosten? Ne? Also du kannst auf jeden Fall noch, solange es in Deutschland warm bleibt, wie lange ist das so? August, September, du kannst dich massiv verändern. Ne? Du kannst dich massiv verändern. Ich habe das nicht selten erlebt und ich habe auch schon Menschen, die zu mir gekommen sind, die bereit waren, auch wirklich viel zu investieren. Ja, also an Zeit, an Energie vor allem, ne? Weil das ist darum geht es an erster Stelle. Und ja, wir haben auch in 4 Monaten, 5 Monaten auch schon 20 Kilogramm abgenommen und das ist keine Seltenheit. Also gerade Thema Gewichtsverlust, das kriegt man hin mit ein bisschen mit einem klaren Ziel vor Augen, ja, mit einem wissenschaftlich fundierten Programm und einer gewissen Bereitschaft, sich von Mensch zu Mensch auch ein bisschen näher zu kommen, ein Team zu bilden. Ja, ich sage immer so. Ist vielleicht ganz gut nochmal so etwas für alle, die wir jetzt bisher zugesehen haben, zugehört haben, die sich vielleicht ein bisschen mehr so für die Philosophie interessieren, nach der ich coache. Ich gehe immer davon aus, einfach, wir haben auf der einen Seite den Coach und wir haben auf der anderen Seite den Klient, ja. Und das sind zwei gleichwertige Experten auf Augenhöhe. Der eine, der Coach, ist halt Experte für Training, Ernährung, Aktivität, Gesundheit, all diese Themen, die man so kennt, ne? Aber der Klient ist der absolute Experte, wenn es darum geht, um seinen Alltag, um seine Vorerfahrung, um seinen Geschmack, um all die Dinge, die ihn persönlich auf ihn oder sie persönlich auf individueller Ebene betreffen. Und wenn man es schafft, diese zwei Sachen zu kombinieren und dann ein Team zu bilden und dann auch ganz klar die Fachkompetenzen klar herauszustellen, dann sind unglaubliche Sachen möglich. Und wenn du dazu bereit bist, dann kriege ich auch bei dir die Bikini-Figur hin. Jetzt seid ihr dran, geht in die Shownotes, geht auf die Telefonnummer, schreibt ihnen eine Nachricht und geht in die WhatsApp-Gruppe oder Telegram war es, Telegram, ne? Telegram, ja. Telegram-Gruppe und Hashtag
Bikini-Figur 20. Sehr gut. Alles klar, Lars. Es war mir eine Ehre. Ich danke dir Mir vielmals auch. für die Gelegenheit, hier vor deiner tollen Community zu sprechen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich mega, euch allen näher zu kommen, euch alle kennenzulernen. Ich lasse für alle den Abstand wie immer da und Vadim bleibt noch ein bisschen in der Leitung, dann reden wir kurz weiter nach dem Abspannen. Alles klar.